Hallo und herzlich willkommen zu Zombie Catchers. Oh, lecker. Erstmal einen Zombie-Slushy genießen. Herrlich. Ich bin's, Onkel Bogi. Und warum bin ich gelb? Weil ihr alles verschiedene Farben habt. Wir sehen uns gleich in der Folge bei Zombie Catchers. Und wenn's euch gefällt, lasst ein Like da und gerne auch ein Abo. Bis gleich. Ach, komm, ich bin Zombie. Den hätte ich jetzt gerne gehabt. Hätte nicht warten müssen, bis einer neben dran hier spawnt. Aber wir haben ja Zombies gefunden, ist ja alles gut. Und zwar hier neben ein neues Gebiet. Okay. Cool. Hier, Wally. Hey, das ist die Anlehnung an Stranded Deep, Leute. Bei mir ist Stranded Deep. Ich habe ja auch Wally gefunden. Das ist doch cool. Okay, pass mal auf. Jetzt gehen wir mal hin. Easy, squeezy, lemon squeezy. Nein, nein, nein. Der fällt da runter, oder? Nein, der konnte mir entkommen. Die können da unten dann entkommen, oder was? Bei der Krebs gibt es gar ein bisschen mehr. Aber ich finde eine coole Karte, oder? Stranded Deep. Oh nein! Du bist da. Du hast schön zum Melonensaft gemacht. Wird das da runtergefallen? Das ist ein bisschen besser reinfallen. Dann hätten das auch ein Zombie, oder? Also das ist ein Mensch. Okay. So, jetzt. Jetzt wird wieder in den Zombie gespuckt. Boah, krass, das hat auch so gereicht. Wir brauchen nämlich 3 Stück davon. Wir können auf die nächste Stufe gleich. Pass mal auf. Finish! Oh, wir haben die nächste Stufe erreicht gleich. Oh nein, es hat nur 10 Stück gegeben, oder? Hat es 20 gegeben? Das heißt, wir brauchen noch welche, gell? 4. Der Zombies gefunden im linken Sumpf wahrscheinlich dann, oder? Genau, hier sind wieder welche. Eine 7er Karte. Oh ja, ein das finde ich gut. Seid ihr eigentlich große Zombie-Fans? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr so Zombie-Filme und Zombie-Serien schaut. Walking Dead oder seid ihr noch zu jung für und dürft ihr noch nicht schauen? Auch das könnt ihr in die Kommentare reinschreiben. Ah, boah, ich habe den Hammer trotzdem abgekriegt. Wir müssen irgendwas machen, dass wir auch eine Chance gegen den Hammer des. Der Hammer des Motosaurus. Ich will einen Double-Fang kriegen. Ich brauch die Klone. Geht leider nicht. Boah, hab ich den Kopf durch. Naja. Ich kann trotzdem diese Pierspunkte vorne dann doch ein Double kriegen. Ich kann sagen, 4 Zombies ist halt richtig schwach. Aber wir brauchen halt nochmal die anderen. Ich würde die ganze Zeit nur noch die Maschinen verbessern. Zombies gefunden. Na gut. 4 Stück wieder. Oh, was ist hier für Schildkrötenpanzer und so? Hier müssen wir aufpassen. Danach da können die rausfliehen. Es wird schwierig. Pass mal auf, ich will nicht, dass sie in diese Grube reinfallen. Boah, was hat der Wilbel Hitpoints hat der? Was passiert denn, wenn ich das selber reinfalle? Ich will das nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Weil interessieren wird mich das schon mal. Wenn ich tot bin, krieg ich gar nichts von der Mission oder was dann? Das reicht auf jeden Fall, um unten weiter zu produzieren. Die Produktion muss laufen. Ich brauche auch gar nicht zu beschleunigen, es dauert eine Minute und dann. 9000, das sind mir alle so teuer, die Sachen. Das sind 5000, die Verbesserung. Was bringt es denn verbessert? Der Einzelpreis geht hoch. Dauert länger, so herzustellen, da haben wir gar nichts von. Warum sollten wir das dann machen? Den machen wir auch so gut wie nie hier. Der kostet 10.000 zu verbessern. Der ist zwar recht effektiv, 800 plus 800. Der bringt halt am wenigsten eigentlich.
Außer wir würden den nicht erhöhen, dann würde er das doppelt einbringen. Wäre vielleicht sogar sinnvoll, das zu machen, weil wir trotzdem. Weil wir ja trotzdem noch die Sache haben, dass wir ganz viele Gelbe finden. Außer wir würden jetzt unsere Drohnen nur noch neue Gebiete gehen lassen, das wäre auch eine Option. Aber ich glaube eher nicht, oder? Boah, zwei gepanzerte. Warte mal, jetzt kriegen wir die Double-Kill mit dem. Boah, nein, er ist gesprungen. Das war ja gemein. Da nehmen wir auch noch mit. Und die anderen Zombies da auf der anderen Seite. War Plutonium-Zombie, sehr geil. Der Grüne, du bleibst hier, ne? Kommt jetzt. Ach, die Gelbe kriegen uns aber auch am wenigsten Geld. Wer habt ihr gesehen? Und das ist halt der Einstiegs-Zombie. Sehr gut, das war nicht schlecht. Ja, die Frage von mal die anderen. Was macht er unten da? Der sticht sich zu noch den Gelben so bum 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 bum. Wir könnten direkt den nächsten fangen, drüben im anderen Gebiet. Wieder nur vier. Gibt's immer noch vier? Hoffentlich keine gepanzerten. Ey, nein, 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 du bleibst hier. Bleib da. Nein! Okay, jetzt wissen wir auch, was passiert, wenn er da reinfällt. Boah, nein! Nein! Das gibt's doch nicht! Hab ich ihn gekriegt? Nein, hab ich natürlich nicht. Oh Mann! So, komm. Jetzt haben wir sogar auch da noch. Jetzt hab ich dich auch noch. Und du Panzer da noch. Nein! Geh da oben aus dem Weg. Ich komm nicht vorbei. Ah, da, ich dachte, da brauche ich jetzt einen. Brauche ich einen verpasst. Oh, hier, schön. Schön hochgeschmissen. Oh, lecker. Zombie-Gehirn. Wobei die Frage ist, was für Gehirne essen die? Essen die der Menschen Gehirne? Oder sind das Gehirne von Aliens, die sie da essen? Ab in Drive-In und verarbeiten. Ich glaube, diese Melone. Oh. Sexy, sexy. Was ist das denn? Fange diesen Zombie. Ich werde erstmal Lotterie. Oh, 2000. Das ist geil. 3000. Das können wir gebrauchen. Ganz ehrlich, wir könnten jetzt mal über eine. Wollte gerade sagen. Schön einsacken. Wir könnten jetzt mal über eine 10.000er Pressenoptimierung nachdenken. Die klingt 720. Wie ist das jetzt auf der nächsten Stufe? Der Einzelpreis geht hoch. 18,40. 3 Minuten und hier. Wird auf 20,40. Das heißt, es wird eine Verdopplung bringen. Babam. Es gibt jetzt einen richtig guten, leckeren, Schmecker-Cocktail. Die laufen noch. Da brauchen wir einfach zwei grüne, zwei gelbe. Da müssen wir mal schauen. Das nächste Ding kostet 4000. Und Bananasplit. So, was müssen wir denn machen? Wir müssen eine bessere Waffe verbessern. Wir brauchen grün. Unser Ziel ist es, den grünen Trink hier zu machen wieder. Das ist aber auf Stufe 1. Bananasplit müssen wir auch mal machen. Wartet mal ab. Jetzt kriegen wir diese Bananasplit-Zombies. Oh, die hat ein Schild. Sehr geil. Aber hier wird es jetzt gefährlich. Pass mal auf, wie machen wir das dann? Boah, die wehren das halt ab, gell? Das heißt, die sind richtig schwer zu kriegen. Hoffentlich gibt es hier nochmal Banane. Nee, wäre schon witzig gewesen, wenn wir jetzt noch ein paar Bananen. Wir haben nur zwei Stück gefangen, ja? Die weibliche, das sieht so aus. Komm. Zombie, Leute. Oh, schön. Okay. Ist aber ganz nett für den Bronze-Zoll. Und wir brauchen immer noch Bananasplit. Das kostet 4000, das Ding. Haben wir nicht momentan. Wir brauchen noch 2 Minuten, um einen Zombie zu finden.
Nee, ich sehe, hast du jetzt auch eine Filiale am Strand? Wenn du mehr Drohnen kaufst, dann kannst du in beiden Gebieten nach Zombies suchen. Ja, das weiß ich doch. Aber wir können es uns nicht leisten. Die kostet 180. Die kostet 180, mein Freund. Die haben wir nicht. 6 Minuten suchen am Strand. Bananenschalen aus einer Mülltonne. Eckigen großen Ohren. Der ist das einfach mit der Herzen. Der Brüllauber. Irgendwie wie der Turi-Zombie aus. Ja, wir haben wenig Zombies. Ey, ganz ehrlich, wir kriegen momentan gar nichts rein. Das kann man machen. Okay, 4000. Und Banane ist los. Ich quetsche die Banane auch hier. Bart, hast du dich schon mal gefragt, warum Zombies nach Frucht schmecken? Nein, aber ich find's gut, dass ihr es tut, sonst müssten wir Rindfleischsaft verkaufen. Okay. Leider fehlt noch eine weitere Person, um reinzumachen. Und die Suche geht noch unten ein paar Minuten. Ich würde mal sagen, wir machen einen Break an dieser Stelle. Und vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, euer Onkel Bogi. Ciao.